Also hier ein paar Eindrücke zum heutigen Tag bisher. Gegen 6 Uhr sind an verschiedenen Stellen heute Demonstrationszüge losgegangen, um sich der Roten Zur bzw. dem Hafen zu nähern. Die Hafenblockade war ein voller Erfolg. Dort ist man an den Ort gekommen, den man erreichen wollte. Es gab Solidarisierungen von den Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeitern. Auch die anderen Blockaden sind erfolgreich gewesen. Dort ist es zum Beispiel zu verschiedenen Verspätungen auf den Protokollstraßen gekommen. So sind zum Beispiel die Delegationen von den USA, das heißt also Trump ist später gekommen, Tusk ist später gekommen von der EU, Brasilien, Melania Trump, die Frau von Trump, konnte nicht raus aus dem Hotel. Und insgesamt sind die Blockaden quasi an verschiedenen Stellen erfolgreich gewesen. Die Polizei ist dabei in ihrem Vorgehen extrem willkürlich gewesen und schien an verschiedenen Stellen überfordert, sind also teilweise hingekommen, teilweise weggegangen wieder und sind insgesamt aber mit großer Brutalität und Gewalt vorangegangen. Es gibt bereits 14 Personen, die im Krankenhaus liegen, davon auch einige Schwerverletzte. Wir haben selber auch live gestreamt, wie die Polizei an verschiedenen Stellen Pfefferspray, Schlagstöcke und Wasserwerfer eingesetzt hat. Und wir können also sehen, dass sie hier die Eskalationsstrategie der letzten Tage weiter durchführen will. Außerdem gab es heute eine Schulstreikdemonstration von 2000 Menschen, wo ebenfalls sich viele Hamburgerinnen und Hamburger angeschlossen haben. Insgesamt kann man sagen, dass die Stimmung hier auch sehr positiv ist von verschiedenen Seiten, von Seiten der Bevölkerung, die immer wieder den Blockaden und Demonstranten aus den Fenstern etc. zujubeln. Zuletzt kann man noch sagen zu dem gestrigen Tag, dass von Seiten der Organisatoren ganz klar gesagt wird, dass die Polizei Tote in Kauf genommen hat. Es gab ein Szenario wie damals in Duisburg bei der Love Parade, wo es also sehr eng war und wäre möglicherweise die Balustrade hin zum Deich höher gewesen, wo Leute in Angst erdrückt zu werden hochgeklettert sind. Dann hätte es möglicherweise Tote gegeben. Die Polizei ist also massiv vorgegangen, hat hier keine Rücksicht genommen. Und wir können eigentlich sehen, dass hier in diesen Tagen und auch heute diese Eskalationsstrategie der Polizei weitergefahren wird und die Demonstrantinnen und Demonstranten darauf quasi antworten durch verschiedene Aktionen und direkte Aktionen. Jedoch hier die Eskalation ganz klar von der Polizei ausgeht. Zuletzt ist noch zu sagen, dass von Seiten der Organisatorinnen und Organisatoren der Samstagsdemonstration ganz klar gesagt wurde, dass man sich durch die Polizeistrategie, die hier auf volle Eskalation setzt, auf Kriminalisierung setzt, nicht spalten lassen wird, sondern eine gemeinsame kämpferische Demonstration mit wahrscheinlich einigen 10.000 Menschen durchführen wird, um hier G20-Gipfel ein angemessenes kämpferisches Zeichen zu setzen.